Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen. Vorsichtig. Leise, leise. Da ist so viel Müll, Leute. Da müssen wir schon ein bisschen vorsichtig sein. Ist eigentlich ein Wunder, dass man den Motor da vielleicht nicht hört. Das ist nicht der Ernst, oder? Bitte, man schießt nicht auf ihn. Ich muss schon doch kommt, Alter. Der schießt vielleicht sogar auf den Schädel oder so. Das ist ja ein bisschen sehr bitter. Könnte man richtig gut vorstellen, dass er den Motor extra so umgebaut hat auf Radlos. Mich wundert es aber, ehrlich gesagt, bei so viel Müll, was da in der depperten Kanalisation ist, dass da niemand nirgendwo wo drauf gestiegen ist oder sonst was. You can't like zoom up to him and knock him out? Chair gets loud if I move too fast. Everyone in the sewers will hear us. It's okay. I got an idea. Oi. Oi, wenn ihr eine Idee hat. Budi, weiß ich nicht. Nicht euer Ernst. Das habt ihr aber auch vom Metal Gear gefladert. What are you doing? As long as I move only when he's not looking, he'll think I'm just a harmless little ammo box. Oh mein Gott. I'll distract him and we get past. It's streetwise. I'm streetwise. Und was machst du dann, wenn du ihn von hinten packst, aber dann dennoch irgendwie. Wie soll ich sagen? Nett. Es schaffst, ihn vielleicht zu packen. Hä? Ich hab mir eher gedacht gehabt, ich soll mich nicht bewegen. Ich hab mir eigentlich eher gedacht gehabt, ich bewege mich nicht. Dann schaut er zu der Kiste hin, okay. Dann geht er wieder weiter. Kiste bewegt sich wieder nicht. Ich hätte mir eher so gedacht gehabt, sowas in der Richtung wird jetzt kommen. Aber nicht gleich hinlaufen. Spielen wir ein Spiel? Das wär's. Na dann, let's go! Das war wahrscheinlich auch mit Absicht. Das war definitiv mit Absicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht mit Beabsicht worden ist. Da hätten wir nochmal gehen können. Are you people like this? Ready? Ready. Combat! Oh mein Gott. Machen wir jetzt ein Duell oder was? Leg mir wurscht. Theoretisch gesehen wäre es eigentlich mit ihr am besten, wenn ich kämpfen würde. Oder? Theoretisch gesehen. Theoretisch gesehen. Okay, da kann ich den ausweichen und so und dann wieder so ganz normal drauf hauen und alles. Jetzt wollen wir den kritisch, er ist betäubt. Let's go, Rückzug-Kip oder was auch immer. Das wär's. Oh, wie süß. Geh, Digi. Na komm schon, der hau dich. Aha. Jetzt wird's dann aber schon langsam peinlich, hab ich gesehen. Würde wohl sagen, Alter. Nicht einmal einen Schaden abkriegen. Alles klar. Nicht überheblich werden. Das war gerade mal der erste Kampf wahrscheinlich und der einzige, was so leicht war. Oh, das ist aber geile Fähigkeit. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Respekt your
superior combat skills. Leave this place. I must gather my thoughts. Okay, we're, gonna go this way. No more words! I said go. Zu deppert, oder? Okay, er sagt, wir sollen gehen, dann gehen wir halt. So, Bro. Ist auch nicht schlecht. Ist definitiv nicht schlecht. Er ist wenigstens ein wahrer Spieler. Er sagt, er hat verloren, dann hat er verloren. Passt. Finde ich gut. Where is it? I don't know. How many places can you hide the entrance to a vault? Yeah, should be conspicuous, right? Or are they? Jetzt haben wir gleich mal drei von denen. Ah, vielleicht hat sogar der ein oder andere wieder so eine Figur am Starten. Wäre es ja wenigstens was. Negative. Not the vault entrance. Well, worth a shot. Three tedious soldiers of questionable intelligence stand between us and the vault. Fran, can you take them? Sehr fragwürdig. Better than ice cream. Hold on. Are we sure about this? Never been sure before. Why start now? Vaults tend to be guarded by big, angry alien things. If one shows up, do you want to be the one holding the vault key? If I'm not cracking skulls, what do you propose we do? There's some cover down there. We could try to, I don't know, get closer. We'll have to be extremely quiet. Yeah, it's a stealth mission! Der schreit ja gleich herum, Alter. Was heißt der Schreimission? Sorry. Du Volltrottel! Allein schon normalerweise bei einer Höhle mit Echo und alles drum und dran. Sollte der ein oder andere mitkriegen? Sollte definitiv der ein oder andere mitkriegen. Jetzt bin ich gespannt. Wir werden fix entdeckt. Wir werden fix entdeckt. Ein kleiner Fehler. Hey, Magic Mushrooms. Aber wie immer gleich mit neu über dem Körper da. Das geht. Bist du deppert? Sich besser gesagt sogar hervorzeigt. Mit neu über dem Körper, na super. Schön langsam, sehr vorsichtig. War schon wieder knapp. Stimmt, ich will gar nicht wissen, wie schwer das ist. You go first. Oh, no, after you. Oh, I couldn't possibly. Oh, no, be my guest. Der Schatz, ja, Alter. Gerne, du Wichser, du. Schatz, ja, Alter, geil. Wait, hold on a second. I think I've done it. Yes, it's opening. Yeah. Doug? No, wait, isn't it? Warte. Da würde ich jetzt mal definitiv gar nichts machen. Da hätte ich. Ich hab mir ja gedacht, dass sie vielleicht sogar angegriffen werden oder sonst was. Go, Skag, aber wir nach vor zurück schaut, geil. Gut gemacht. Das sag ich ja. Schön aufgespießt. Aber das sag ich ja. Besser lieber ein bisschen kurz einmal abwarten. Was kommt denn da bitte für ein Alien-Viech raus? Bist deppert? Xenoblade wäre ein bisschen neidisch. Und wie soll das unsere Helden erledigen? Dem nicht einmal eine Waffe oder sonst was. No big deal. Just a couple of alien warriors. Pretty sure they didn't see us. Ich wollte gerade sagen, so besser du versteckst nur lieber. Ah, wenigstens werden schon langsam mehr. Zumindest hätten wir wenigstens einen Helm. Das, was die anhaben, das ist ja keine Verteidigung. Bist deppert, die werden da abgeschlachtet, oder? Die kriegen dann einmal einen Kratzer geschaut ab. Ein bisschen Blut spritzt der Gebiete.
Das juckt denen mal überhaupt nicht. Wieso schon mal deine durch die Gegend laufen, geil. Ja, sie nicht, aber ich kann mir relativ gut vorstellen, dass sie mit dem Sessel da einmal so richtig schön die Pappen hat von den Aliens. Das würde ich feiern. I'm sorry, Octavio. We can figure this out. They're just aliens. More like robots. The Iridians apparently had them built to guard the vault before they pissed off to whatever dimension they're probably hiding in. What? I read. The point is. Gut zu wissen. We'll be lucky just to find a way out of here with our lives. Whatever's in that vault, it's not worth our lives. Ihr würdet eher in die Richtung gehen. We've come this far, we can't just leave. Are you aware of the sunk cost fallacy? Yes, Anu, I've sunk a fallacy before. We're safer here than wir könnten vielleicht einen reinschicken und die anderen drei ablenken, wie wär's damit? Normalerweise gibt es ja in den Kammern so auch jedes Mal Waffen, also dementsprechend immer so eine legendäre oder epische Waffe kann sicher da unten auf uns warten. Wie wir sagen, ja, na, die Waffe, was sie hat, ist ja kaputt. Paco, I need Juniper. What? You're Ratch, dummy, can she find me down here? Should. You got a mask. Then do it. What the hell you up to? Ratches! They're tunnelers! They know every route into or out of a place. If there's a path that gets us into that vault without exposing ourselves, Paco's pet rat Juniper will know about it. Good idea, right, Fran? Yes. Es wäre zwar eine Idee, aber ich bin mir nicht so ganz so sicher, ob das was wird. Der Kleine, aber voll lieb. Ja, die kennen wir ja schon. Also, was musst du da noch extra präsentieren? Also ganz süßer. Der hat schon so lange nicht mehr Zähne putzt, aber ist er trotzdem ein Süßer. Bitte, bitte im Dömen weh. Ja, da will ich eher so beim Hintern gekrault werden. Who wouldn't be a good girl for that kind of attention? I wouldn't. I'm uncomfortable. The right girl. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. How do we get to the vault from here? Die Alte will auch definitiv gekrault werden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich würde auch behaupten, vielleicht hat sie schon länger keiner mehr gekrault, weil die sicher nicht vom scheiß Sessel aufsteht mehr. I'll find my own way through. You sure? I'm pretty sure this is the only path. I'm not convinced those guardians aren't trying to break through and murder us all, so I'll buy you two time. Fran, I don't think bitte. Sogar von du kommst davon nicht durch. I mean it. Fran, I said go. Right. We'll see you on the other side. So, ja, passt schon. Der da, irgendwie taugt nur der Typ so dermaßen, oder manchmal denkt man so, hä? Wieso? Der Typ ist wirklich nicht schlecht. Jetzt bin ich aber gespannt. Weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Wie eigentlich quasi, wenn wir jetzt da vielleicht durchgehen würden, alle, die was sie quasi mit ihrer Pistole quasi in diese andere Dimension geschickt haben, geschickt hat, alle drüben warten auf sie. Oh. Das ist doch anscheinend ein bisschen zu langweilig, oder? Wir wollen vielleicht sagen, durch das ein oder andere, was die jetzt so erledigt hat, wird der ein oder andere Alien jetzt sicher Bescheid wissen. Ich würde zu feiern, wenn alle anderen, die was sie weggeschickt hat, da drüben wären.
Ich hätte mir ehrlich gesagt gedacht, dass es ungefähr vielleicht 5 Episoden lang dauert, bis wir dann wirklich zu dieser Kammer kommen. Hätte ich mir jetzt gedacht gehabt. Also sie wären vielleicht so Kammerjäger, das kann vielleicht auch möglich sein. Oder sie kommen einfach nicht mehr zurück und brauchen 5 Episoden lang. Also in dem Fall nur noch 4. Too quiet. Is that... Should we be worried? Is there an Iridian sound-eating device or something? Can you hear me? Calm down, it's an expression. You're an expression. As much as I like you, masculine Octavio, we're on borrowed time here. I'm gonna go guard the entrance. Hey, why don't you use those fancy specs of yours to go find that doomsday device thingy? Ah, das war gar nicht so schlecht. Treasure. Ideally both. There does seem to be some Iridian writings on the walls. And thanks to the genius of Dr. Wer weiß, was wir noch so alles sehen könnten. Mit der Brille aufpassen. Roughly. Cool. Definitiv aufpassen. Sonst siehst du es vielleicht sogar knockert. Das wäre ja so, das wäre ja so. Plötzlich so. Okay. Still nothing. Alter. Wenn der sich bewegt, oder dann fresse ich glaube ich am Besen, oder bist du deppert oder das wär's. Ah, okay, ich denk mal gerade, so machst du das eh auf. Who the heck keeps an empty chest in a vault? Aber es ist ja gemeint worden, vielleicht gibt es einen doppelten Boden. Ka-ching! A false bottom filled with that stacks of cash? How is this inside a vault sealed by an ancient alien race? No. You know, ich würde mich aber in dem Fall fragen, ist es so quasi so, ich sag jetzt mal in dem Fall Dollar, ist es jetzt altes Dollar oder ist es so, ich weiß, das war jetzt überhaupt kein Deutsch. Aber vielleicht kann man das trotzdem noch immer als Währung bezeichnen. Anscheinend schon. Wow, das waren gerade mal $10. Das hat sich ja richtig ausgezahlt, die $10 da so zu investieren. Vielleicht sogar mit Kopf und Kragen wegen deppertes Alien. Okay, okay. Die weiß ja nicht, aber na gut. Kann ich mit ihm reden? Und der kleine Haver. Der kleine Haver taugt mir. Ich hoffe, dass ich da wenigstens vielleicht noch eine Kiste finde. Das ist super. Aber wenn ich mir das jetzt da so ein bisschen da so anschaue, habe ich so eher so das Gefühl, das war die einzige Kiste mit Geld. Aber wer weiß, was wir noch so öffnen können. Ich mach das gleich. Ah, da haben wir eh noch was. Ja, in dem Modus sieht man das eh ein bisschen schwerer. Aber nur $1, Leute, kannst du mich ein bisschen am Arsch lecken mit $1, sind wir nicht hab. Da braucht es mir gar nichts bieten. This looks promising. Better translate this. Treasure circle. Guys, I think we hit the jackpot. Now then, let's go. We've come a long way, survived countless dangers, but we made it. Naja, so viele Gefahren waren das jetzt zwar nicht, aber okay. Alles klar. Oh. Wahrscheinlich waren das auch noch Innereien oder irgendwas. Das war Alien-Scheiße. Alles klar. Garbage shower? Ah. Damn the brakes.
Der eine oder andere genießt es vielleicht. Vielleicht ist es gar ein Ritual oder irgendwas, wer weiß. Das würde auch erklären, warum das in der Nähe von der Kanalisation sein könnte. Die Kammer. Also es wird ja schon wahrscheinlich schon hunderte von Jahren davor schon gebaut worden sein. Die Kanalisation. My Octavio sense is never wrong. It's never right either. So funny. Maybe someone beat us to the treasure. I can't believe das kann auch gut möglich sein. This is bullshit. Oi. 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 Ich hab's mir eh schon gedacht. Kommt irgendein fettes Viech, wird fix daherkommen. Derweil einmal nur nett gesinnt. Wirft nur mal zurück. Und jetzt in dem Fall würde ich mal definitiv laufen. Wir haben noch nicht einmal eine Waffe oder irgendwas ansatzweise. Wir sind sowas von am Arsch. Der Verschlinger. Oh. Wir sind dementsprechend komplett am Arsch. Komplett am Arsch. Das ist scheiße. Und wie scheiße das ist und wie! Run! Let's kill it! No! Wieder! Idee ist komplett deppert! Töten wir's! Wieder! We need a plan! Wie? Wir haben nichts! Too late for that, sweetheart! Ich kann mir nicht wussten, dass der kleine Arme was. Das Deppert ist ja wahrscheinlich jetzt voller Spucke oder irgendwas. Oh, der kleine war lieb! Tut mir jetzt aber leid. Also wenn hier keiner drauf geht, dann weiß ich aber auch nicht. Das grüne Ding könnte eine Schwachstelle sein. Mit den scheiß Motor. Wo bleibt die Romantik? At least take me for dinner first, girl. Oh, der passt richtig gut jetzt gerade zu ihr. Das motiviert sie. Lass mich raten. Achso, okay. Mit dem Motor, okay. Naja, weit bis kommen. Jetzt bist du das Dreckkanonenfutter. Ich hätte mir jetzt ernsthaft doch gehabt, der Motor wie ein Bunch. Das war so verdammt. Scheiß viel Glück. That's right. You hear that, Susan Caldwell? You're next. You come after me, you gon' get got. Aber komm schon, ich hab auch gedacht, das wird jetzt ein bisschen spektakulärer. Pick's das mal an. Ich hätte mir eher gedacht gehabt, irgendwie so dieses grüne Teil auf der Zunge oder auf den Arm oder was auch immer das gewesen ist, das wird wahrscheinlich so quasi unser Vorteil sein. Und das müssen wir vielleicht irgendwie so drauf drücken, irgendwie zum Platzen bringen halt einfach.